Hey liebe Leute, willkommen bei Nette Tyler Gamer TV. Heute wieder mit Simon und Mehmet. Ihr habt es heute ja schon draußen gesehen, der September ist da, Kälte, Regen, die beste Zeit für Zocker auf jeden Fall, ne? Hoffentlich seid ihr jetzt wieder zahlreich dabei, wir haben auf jeden Fall neue News für euch, für die Spiele-Hits im September. Heute berichten wir über die neuesten Games im September. Der erste Spiel wäre die Sims Supernatural, Erweiterungsspiel natürlich von The Sims, Simulation für PC ab 6. September, Alter ist ab 6 Jahren und Preis ist für 40 €, ich denke mal nur für Rechner. Ja, und das nächste Spiel wäre dann... Ja, das nächste wäre auf jeden Fall dieses Persons for Arena. Ist eigentlich nur ein reines Kampfspiel, kann zwar bestimmt nicht an Tekken und so drankommen, wird für die PS3, Xbox und die Xbox 360 rauskommen ab 7. September. Ab 12 Jahren finde ich schon ein bisschen krass, so, weil ne, wenn das schon ein Prügelspiel ist, so für 50 € für so ein unbekanntes Spiel, das ist, ich weiß nicht, also wäre nicht so mein Fall. Ja, danach käme halt NHL 13. Natürlich, die Sportspiele unter euch werden sich darauf freuen. Ist ein Spiel für PS3 und Xbox 360. Ist natürlich ist ab 13. September erhältlich. Alter ist ab 12 Jahren, ja okay. Ich weiß nicht, für so ein Eishockeyspiel für 12 Jahren, aber ja gut. Und der Preis liegt bei sehr hohen 65 € für so ein Spiel, also weiß ich nicht. Ich würde dafür das nicht ausgeben, weil... Es lohnt sich einfach nicht für 65 €, ganz ehrlich jetzt. Aber müsst ihr wissen. Ja, das nächste Spiel ist ja natürlich, darüber wird überall im Moment berichtet, über Sleeping Dogs. Soll ja die GTA-Nachmache sein, überhaupt, nur halt eben in Tokio, Japan. Und anstatt Waffen hat man halt, macht man da Kung Fu, ne? Wird auf jeden Fall am 14. September rauskommen, also in 2 Tagen. Für PC, PlayStation 3 und die Xbox 360. Ab 18 Jahren, klar, GTA ist ja auch immer ab 18, ne? Und Preis zwischen 40 und 50 € ist für ein PlayStation 3 oder Xbox-Spiel auf jeden Fall nicht zu teuer. Also, da kann man nichts gegen sagen. Ja, und das beste Spiel natürlich für Tekken-Leute, auch im September, ist Tekken Tate Tournament 2. Ist ein reines Prügelspiel, kennt ihr ja, wie Tekken, jeder Tekken hat. Ist für PS3 und Xbox 360 erhältlich. Leider für PC gibt es ja keinen Tag, leider. Ist ab 14. September. Alter ist ab 16, natürlich wegen den brutalen Kampfarten. Und Preis ist bei 60 € okay für Tekken, weil man das jeder kennt und weil das ein gutes Spiel ist, ne? Und weil jetzt jeder spielt, würde ich 60 € natürlich dafür ausgeben. Ist eine große Nummer natürlich, also ihr könnt euch drauf freuen. Ja, und dann Borderlands 2 kenne ich gar nicht, also jetzt mal ohne Scherz. Wie ich auf der Gamescom war, habe ich da so einen riesen Bus gesehen und soll auch eigentlich gut sein, das Spiel. Soll ein Action-Rollenspiel sein irgendwie. Kommt für PC, PlayStation 3 und die Xbox 360 am 21. September raus. Ab 18 Jahren und der Preis zwischen 50 und 60 €. Wenn das jemand von euch kennt, ich weiß es leider nicht, tut mir sehr leid. Ja, jede sein Sache. Jetzt freue ich mich auf das nächste Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall super. Nach 2 Jahren mal wieder, wie ich gehört habe. Formel 1, also F1 2012. Jeder kennt Formel 1, also Schumacher, kennt jeder den Namen. Jeder weiß davon. Ist ein Rennspiel natürlich, Formel 1. Ja, und ist für PC erhältlich diesmal, PS3 und Xbox 360. Ich weiß nicht, viele von euch werden sagen, Formel 1, aber lasst euch überraschen, testet das mal an. Ist ab 12. September erhältlich. Ist ohne Altersbeschränkung. Ist ja ein Formel 1 Spiel. Und die Preis liegt zwischen 50 bis 60 €. Ja, okay. Dass man jetzt 2 Jahre da nichts dran gemacht hat und dann direkt 50 und 60 € dafür verlangt. Ich weiß ja nicht, wie die Grafik und so ist. Werden wir auch mal schauen. So. Aber ich würde dafür niemals 50 oder 60 € nicht ausgeben. Ich würde höchstens 45, wenn das hochkommen würde, ne, ausgeben. Aber... Naja, wenn unter euch Formel 1-Fans sind, natürlich, für euch ist das Optimalste. Ja, und dann natürlich so Fußball, 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 jetzt nach der EM, ne?
Pro Evolution Soccer 2013. Freuen sich bestimmt viele drauf. Wird zwar bestimmt nicht an FIFA 13 kommen, aber ne, ist halt im Sportspiel ohne Altersbeschränkungen, klar. Kommt für PS3 und die Xbox 360 raus und natürlich auch für PC am 20. September und Preis zwischen 40 und 60 Euro. Also ja, und Torchlight kennt er ja, ne? Ist vom, ich denke, das ist vom Blizzard, die Nachmache so ein bisschen, aber auf Comic, so, ja, so. Auf Comic. Aber naja, was soll man sagen? Torchlight 2 ist jetzt ab September den 20. erhältlich. Das ist ein Action-Rollenspiel für PC. Also nur für PC, reines PC-Game. Ist ab 16 Jahre alt, natürlich. Also 20 Euro. Ja, 20 Euro, das ist auf jeden Fall ein guter Preis für das Spiel, also da das keiner kennt und da das so gut, das erste Teil so gut angekommen ist. 20 Euro finde ich sehr günstig, also sehr gut. Zockt euch mal an, 20 Euro findet jeder an jeder Ecke. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, und dann kommt jetzt das nächstes. Ich denke mal für die PS Vita, Little Big Planet Vita. So, die PS Vita ist jetzt gerade auch auf der Gamescom vorgestellt worden. Ich muss sagen, ne? Habe ich mal angespielt, ist ein schönes Spiel, so, also für Kinder jetzt wirklich so. Ist am 21. September raus, auch natürlich ohne Altersbeschränkung. Und für die ersten PS Vita Spiele für 40 Euro kann man eigentlich nicht meckern. So, also. Ja, aber muss man sagen, nur für Kinder ist das auch nicht, weil ich habe viele Erwachsene gesehen, die das spielen. Ja. Aber die Kinder wird es schon auf jeden Fall ansprechen, das ist auf jeden Fall klar. Ja, und das nächste Spiel wäre dann das Testament des Sherlock Holmes. Naja, ist nicht jedes sein Fall, ne? Ist so ein Abenteuerspiel für PC, PS3 und Xbox 360. Jeder kennt das, das ist so ein Spiel, denke ich mal, wie hier, wie nennt man, diese Adventsspiele, wo du suchst und so Wimmelbilder. Ja, so die Browser-Games kennt jeder, ne? So zusammengeworfen mit Grafik und hast nicht gehört. Ab 21. September ist das erhältlich auf jeden Fall. Und Alter ist 16, natürlich, na, 16 Jahre, ich weiß nicht. Ja, okay, ob das so ein Denkspiel ist, schweres Denkspiel, ne? Okay, würde ich okay sagen. Ich weiß ja nicht, was alles sonst da drin kommt, weil ich spiele persönlich sowas nicht. Ja, und Preis liegt bei 35 bis 45 Euro. Naja, wie gesagt, das Spiel würde ich nicht spielen, also würde ich auch nicht, nur nicht mal das Geld dafür raushauen. Also, ich weiß nicht. Ist nicht mein Fall. Ja, und dann natürlich. Natürlich. Number One Game im September mit 100% den meisten Verkäufen auch im September. World of Warcraft Mists of Pandaria. Die Erweiterung, ne? Wo viele Leute drauf warten. Kommt raus für Mac, PC ab 25. September. Dazu ist auch in Köln die offizielle Party erstmalig im E-Werk in der Nacht vom 24. auf den 25. Da kann man dann halt eben auch sein Spiel direkt kaufen und live signieren lassen mit Live-Bands, volles Programm. Blizzard hat sich da voll was einfallen lassen. Sonst war es immer in Berlin. Die haben das jetzt erstmalig auf jeden Fall in Köln gemacht, da die Gamescom die letzten 2-3 Jahre so gut angekommen ist. Preis 35 Euro ist ein Standardpreis für eine Erweiterung von World of Warcraft, ne? Ab 12 Jahren beste kaufen. Ja, ich freue mich jetzt für euch, die Fußballer unter euch, die auch gerne Fußball auf der Konsole oder am Rechner zocken. Das wäre FIFA 13, ne? Da hat es halt eben angesprochen. Natürlich hält das nicht mit Pro Evolution nicht so richtig gut zusammen. Ist um Längen besser. Ist um Längen besser 100%. Auf jeden Fall. Aber naja, man kann sich drüber streiten. Es gibt auch Leute, die sagen, Pro ist besser. Ich will mich da nicht einschließen, weil ich bin kein Profi unter den Sachen. Ist natürlich für PC erhältlich, für Konsolen alle. Es kommt ab 27. September, sorry. Und ist ohne Altersbeschränkung, Fußball halt. Und der Preis liegt bei 40 bis 65 Euro, obwohl ich sagen würde, für das Spiel würde ich das schon ausgeben. Weil FIFA kennt jeder, spielt jeder. Also auch, ich kenne auch Leute zum Beispiel wie Simon, die spielen das eigentlich gar nicht, aber wenn ich mal frage, so lass ja, mal das spielen, von mal eine Runde FIFA. Das ist dann schon cool, so das macht schon auch Spaß. Auch bei guten Kollegen von mir auf Xbox, so. Ich kann halt zwar nicht, ich faule immer nur, aber ne, außer mal gespielt. Ja, ne? Man muss das mal spielen, ja. Ja, und zum nächsten Spiel, so ein Abenteuerspiel, ich denke auch so für Kinder ab 6 Jahren, das ist Jake.